Franz, grüß dich. Wie ist dein Gefühl hier bei der ersten Weltmeisterschaft für dich? Ja, es ist natürlich atemberaubend, hier dabei zu sein. Die ganze Euphorie, die ganzen Zuschauer hier mitzuerleben in der Arena mit 13.500 Zuschauern. Und ja, es ist bombastisch. Man kann es kaum in Worte fassen. Wie hast du gestern das Highlight gegen Frankreich gesehen? War das schon 100% oder kann die Mannschaft noch mehr leisten? Ich denke, in so einem Turnier kann man sich immer weiter steigern und am Ende auch über seine Grenzen hinauswachsen. Und das ist alles sicherlich auch ein Verdienst von den Fans und wird weiterhin mit den Fans noch groß werden. Du hast bisher sehr wenig gespielt. Bist du sehr traurig darüber? Natürlich guckt man da mit dem weinenden Auge drauf, aber am Ende ist das Ziel das Entscheidende und da sind wir auf einem guten Weg. Und die Teamchemie ist, wie man es von außen beurteilen kann, sehr gut. Richtig. Wie geht ihr jetzt in die nächsten Spiele hinein? Die Hauptrunde ist sicher und die Chance, Halbfinale, ist ja, die Tür ist weit offen. Wir haben erstmal noch ein Spiel gegen Serbien zu machen und da werden wir erstmal einen Scheißdreck tun und jetzt schon über Köln nachdenken, sondern wir haben noch ein Spiel vor der Brust und das ist ein Spiel wie das andere bei der WM und das werden wir so angehen wie das andere auch. Gibt es schon ein Feedback aus der Heimat vom SCDFK? Ich habe mit Carsten mal kurz ein, zwei Worte gewechselt, André war auch in der Halle, aber jetzt, was soll ich da nach dem Brust weiter sein? Köln ist nochmal das Stichwort. Noch mehr Zuschauer, wahrscheinlich noch eine wahnsinnige Atmosphäre. Wie vergleichst du das mit deiner Heimmannschaft zum Beispiel? Ihr habt ja auch diese enthusiastischen Fans. Ja, wie gesagt, Köln ist erstmal noch weg, ein Spiel weg und darauf gilt erstmal der Fokus zu legen. Deswegen mache ich mir da jetzt erstmal weiter keine Gedanken. Hast du dich mit anderen Mannschaften schon beschäftigt oder wen würdest du zum Favoritenkreis neben Deutschland zählen? Wie gesagt, wir haben noch ein Spiel und wir haben gesagt, wir gehen Treppenstufe für Treppenstufe und jetzt ist Serie dran. Okay, dein Gesundheitszustand war ein kleines Problem in den letzten Tagen. Wie geht's dir jetzt? Mir geht's wieder 100% gut und ich bin jetzt wieder fit für alle Aufgaben. Da wünsche ich uns allen, dir natürlich in erster Linie und der Mannschaft alles Gute und viel Erfolg. Danke, Franz.